Schlagstöcke und Pfefferspray, sogar Diensthunde setzt die Polizei ein, um die Lage in den Griff zu bekommen. Mehr als 50 Beamte sind in Ganderkesee im Einsatz. Gerhard Menken führt das Lokal zum Grünen Hof bereits in sechster Generation. Doch so schlimm war der Vatertag noch nie, sagt er. Im Sommergarten feiern 700 Gäste, nach seinen Angaben völlig friedlich. Vor der Tür nutzen Jugendliche den Parkplatz, um auf ihre Art zu feiern. Die haben ja auch nicht mehr die Möglichkeiten. Viele Diskotheken haben zu, Landjugendbälle finden nicht mehr statt, weil eben halt auch viel Alkohol fließt. Und da will kein Gastronom diese Jugendlichen haben. Und dann versuchen die sich woanders zu verabreden. Anwohner hatten wegen einer Schlägerei den Notruf gewählt. Als die Polizei eintrifft, eskaliert die Situation. Aufgeheizt und hochaggressiv sei die Stimmung gewesen. Die Beamten wurden bei ihrem Eintreffen massiv beleidigt. Es wurden Platzverweise auch entsprechend ausgesprochen, denen nicht nachgekommen worden ist. Es wurden Glasflaschen geschmissen. Gott sei Dank wurde keiner der eingesetzten Kollegen verletzt. Allerdings wurde durch einen Flaschenwurf die Heckscheibe eines dort abgestellten Streifenwagens beschädigt. Landesweit wurden am Vatertag 13 Beamte leicht verletzt. Der niedersächsische Innenminister verurteilte die Aggressionen. Wer schwer alkoholisiert meint, Rettungskräfte und Beamtinnen und Beamte der Polizei und Feuerwehr beleidigen und sogar angreifen zu müssen, wird dafür angemessen bestraft werden. Die mutmaßlichen Randalierer von Ganderkesee erwarten jetzt Strafverfahren wegen Widerstands, Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Wirt Gerhard Menken sorgt sich um den Ruf seiner Gaststätte. Ich selber finde das traurig und schade, weil den Gästen gegenüber, die jetzt hier zu mir in den Sommergarten wollen und auch Geld ausgeben wollen, feiern wollen, essen wollen, trinken wollen, Kontakte schließen wollen, die sind natürlich ganz stark in Mitleidenschaft gezogen, weil das hindert sie vielleicht beim nächsten Mal. Bei Menkens brauchst du nicht hingehen, da sind nur Hauereien. Am Sonntag plant der Gastronom eine Muttertagsparty. Er hofft, dass es dabei vor seiner Tür ruhiger zugeht.